Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Wolfenstein The New Order. Wir haben ja gerade hier den mega krassen Roboter zerlegt. Und jetzt geht es ja auch darum, dass wir jetzt irgendwie hier mit so einem Helikopter irgendwie hier abhauen müssen oder was? Oder um was geht's jetzt hier? Im Obergeschoss ist ein Kontrollraum. Aha. Von dort kannst du den Hangar öffnen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Wo ist der? Da hinten. Ja, toll. Oh. Oh. Mal Leiter hoch hier. Oh, Alter, willst du mich rollen? Na, 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 na. So. Die Peter muss eine Waffe, was soll das nur sein für eine Waffe? Bestimmt ein Raketenwerfer oder sowas. Nein. Ich habe ja keine. Voll noch geschafft. Gibraltarbrücke eröffnet. Okay. Nein. Und los. Gute Arbeit, Lethwin. Besuch. Bekommen Besuch? Ihr seid echt verrückt, Leute. Ach so. Oh mein Gott, Vorsicht! Ah. Oh, nein, Klaus, ist alles okay? Die beste Ordnung nicht gebrochen. Aha. Nochmal, Klaus, pass besser auf, klar? Ich will nicht, dass du drauf gehst. Captain, holen Sie Carolina und setzen Sie sie in den letzten Hubschrauber. Ich soll die jetzt in den scheiß Hubschrauber tragen, oder was? Kann doch kriechen. Mann, ey. Warum ist denn mit dem Fahrstuhl jetzt hier los? Heben Sie mich hoch, Blaskovic! Ich hab dich den ganzen Tag Zeit! Ja, ich komm hier gerade nicht, hä? Ich bin doch gerade aber. Was soll denn jetzt hier? Soll ich hier runterspringen? Kann ich hier runterspringen? Okay. Ist ja gut, Mädel. Ach, mein Held. Ja, das bin ich. Was machen die denn da? Hier. So. Alle Mann an Bord! Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Konnte mich kaum bewegen, musste kriechen und habe mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Fertig mit dem Gejammer. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishut? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blaskovic, was immer sie braucht, Sie helfen ihr, ja?
William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Na klar, Schätzchen. Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati Shoot in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Oh. Das wäre alles. Du kannst los. So. Suche nach schimmligem Beton. Toll. Super Aufgabe. Er spielt bloß Gitarre oder was hier? Macht er gar nicht oder wie? Hey Soldat. Peniskopf. Hangareingang. Der Wiesenauhanger. Ich verstehe das nicht. Kein einziges Kabel. Alles ist ein Schimmelfleck. Auch eine Kreissäge, um eine Probe auszuschneiden. Ich finde eine Kreissäge. Werkzeuge haben. Finde eine Kreissäge. Oh Mann, ey, jetzt muss ich wieder suchen. Hier war ich schon. Tools, hier müsste eigentlich. Hier gibt's ja Usti Messer. Das ist ja geil. Ist hier eine Säge? Ne, ich bin eine Säge. Oh Mann, ey. Alter, Usti Drohnen hier und so. Hundekopf. Tja. Ist natürlich scheiße. Aber hier war doch ein blauer Dings. Was ist das da? Mann, ey. Musik hier, um welche dummen Werkzeuge suchen. Hier ist nochmal, okay. Wyatt, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja, ich glaube schon. Großartig, absolut großartig. Was haben Sie da? Erkennungsmarken. Wing Commander Fergus Reed von der Royal Air Force. Hab sie mitgenommen und wollte sie zurückbringen, aber es gibt ja keine Royal Air Force mehr. Bester Pilot aller Zeiten, verdammt guter Soldat. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Wofür denn? Für das hier. Alles, verdammt, ich war 18 und auf einmal war der Krieg verloren. Alle guten Menschen waren tot. Auf einmal musste ich die Reste einsammeln und den Widerstand am Leben halten, dem verdammten Regime die Stirn bieten. Meinen Sie denn, ich war bereit für so viel Verantwortung? Ich? Meine Unerfahrenheit hat so vielen Menschen das Leben gekostet. Erinnern Sie sich an Private Prendergast?
Der hat alles überlebt. Verdammt zäh. Er starb meinetwegen. Ich habe ihn auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Ich wusste es nicht besser. Wing Commander Fergus Reed. Er hätte einen Plan gehabt. Er hätte so viele vor dem Tod bewahrt. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Ihre Wahl war dumm, ja! Das war sie! Sie haben einen Jungen mit der Aufgabe eines Erwachsenen betraut. Ich hätte an jenem Tag sterben sollen, Captain. Und Fergus Reed hätte leben sollen. Ich bin kein Kind mehr, Captain. Ich weiß, wenn Fehler gemacht werden. Hier. Lassen Sie mich allein, hören Sie! Ja, das war jetzt die Quittung für das, was wir damals gemacht haben. Quasi. Den Schlüssel haben wir schon mal. So. Jetzt muss ich zum Archiv. Das Archiv ist wo? Hinter mir. Hier. Hier ist Personenregister. So, den gebe ich jetzt hier. Hast du eine Probe des Betons? Nein. Ich brauche eine Kettensäge. Eine Karte des Wiesener Hauptquartiers. So, da unten ist da bestimmt ist der Hangar. Da ist der Schimmel, oder? Klaus, Max. Muss da irgendwo eine Kettensäge unten liegen, bestimmt. Pass mal auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwo anders sein soll, außer hier unten. Sag doch, hier ist der Schimmel und da ist die Säge. Ach du Scheiße. Ziemlich tief gesunken, Mr. Aha. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch Ihren Weg zurück, oder? Ich hoffe, dass ich hier wieder rauskomme. Jetzt bestimmt auf irgendwelchen Widerstand treffen. Warum ist denn da Schrotmuni oder das sind. Wow. Scheiße. Aha. Ja, und jetzt? Mann! Warum? Mann, ey, was ist denn das jetzt schon wieder? Wo ist denn mein Tagebuch? Großartig, einfach großartig. Du bist in der verdammten Organisation. Okay, du musst zum Hauptquartier zurück. Ja, super. Toll. Der bringt mir richtig was. Achso, ich hab doch. Den hab ich doch. Ich wollte gerade sagen, kann auch schießen. So. Okay. Einmal aufladen. Oh Mann, ey. Die Frage ist nur echt, ob das jetzt so einfach ist, hier zurückzukommen. Oder ob jetzt hier noch irgendwas für ein Terror ist. Ich hoffe ja, dass es einfach ist. Hier ist eine neue Platte. Ach man, ist das herrlich. Dieses Spiel ist echt herrlich. Ohne Mist. Wie sie alt einfallen lassen für eine Scheiße. So. Da hinten war das blinkende Paket. Was ist das? Verbesserung, Reflexion. Was macht das jetzt?
wurde mit einer Reflexionsmutter. Dadurch prallt der Strahl von nahezu jedem Objekten ab und verläuft in die Richtung leicht verringerter Energie weiter. Das ist ja genial. Man kann mit diesem Scheißgerät alles machen. Ist ja noch viel geiler. Oh oh. Was sind die jetzt hier fast One-Shot oder was? Ist ja auch cool. Was ist das hier noch? Eine Shotgun. Eine Schrotflinte. So, dann wollen wir mal gucken, was hier oben noch so lauert. Aber wenn ich schon eine Schrot finde, ist schon nicht gut. Da ist schon wieder Tod und die Zerstörung und Gewalt und alles. Wow! Mann. Die hätten aber auch gar nicht aus, die Dinger. Zum Glück. Okay. Öffnen auf der anderen Seite. Was zeigt denn hier in dem Raum? Das ist bescheuert. Das macht schon wieder gar keinen Sinn. Warte mal, was ist denn hier unten eigentlich? Okay, da muss ich wahrscheinlich nicht drin. Ich riskiert. Ja, das war, glaube ich, richtig. Das sah für mich auch alles richtig aus. Immer laden, bitte, an der Station. Was ist das jetzt hier? Ja, toll, und jetzt? Jetzt ist die Tür hier offen. Und nu? Hab ich jetzt davon hier? War doch aber gar nicht, oder? Doch. Goldener Aschenbecher. Eine Trophäe. Ich habe Gold entdeckt wieder mal. Was? So viel Gold liegt überall rum? Das ist ja der Wahnsinn. Scheiße. Us verkackt mit dem Gold, wa? Sag mal. So. Schrotflinte nochmal nehmen. Gehen wir mal hier hoch. Hier irgendwas. Achtung! Inhalte können empfindlich auf Stößle und grobe Behandlung. Hä? Das ist ja falsch. Das macht doch gar keinen Sinn. Da steht Stößle und grobe Behandlung. Können empfindlich auf. Ja, und dann. Okay. Da fehlen ein paar Wörter. Das ist nicht korrekt ausgeführt. Ist hier wieder irgendwo so mysterious. Ein Glück bin ich wieder da. Willkommen zurück, oh Mann. Howdy. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekam eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen.
So, wir haben den Beton und wissen jetzt ein bisschen mehr über Klaus und über Max. Ich will noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Genau. Aber das machen wir am nächsten Part, ne? Bis dann. Ciao.